Yo, im heutigen Video geht es darum, wie man sich am besten Heroin in den After spritzt. Ehrlich, ich sag einerseits, Drogen sind nicht gefährlich und dann im nächsten Satz, dass ich diese nicht verherrliche. Ich behaupte, meine Viewer wären größtenteils erwachsen, weil sie sich bei ihrem Account ein bisschen älter machen. Ich animiere wie Disney Kinder, aber leider nur zu Drogen. Dreckige Moral und noch dreckigere Hoden. Zukunftsbezogen bin ich nicht, werd nie wieder einen Job bekommen und hab zu Unrecht Next Up gewonnen. Verschwendet und vergeudet habe ich die 20k, kaufte mir Socken, doch leider sind sie ziemlich gay. Mein Lebenslauf ist löchrig wie der Käse auf den Wurstboden. So schlecht wie meine äußerst miserablen Schulnoten. Mein einziger Freund im Biss, Danny Klose. Bei mir und meiner Freundin im Bett, tote Hose. Die Zuschauer sind mir wurscht, tote Diagnose, Psychose. Ich denk, ich wär mutig und würde mich was trauen. Das einzige, was ich mach, ist mir die Zukunft zu versauen. Mach dieses Video und wurde nicht mal nominiert, weil mich keiner von den YouTubern respektiert. Ich spiel in der gleichen Liga wie Marlene Mortler. Sie scheiß Argumente, ich schlecht der Rekonter. Nichts von meinem Gestotter, denn eigentlich sind wir ja beide Opfer. Rhetorik ist nicht meine Stärke, denn ich kann nicht so gut reden. Selbst meine Fans raten mir, ich soll zum Logopäden. Ich aß nur 100 Mikros beim ersten Trip wie Lane. Das meiste, was ich mach, mach ich nur für den Fame. Mein einziger Freund im Biss, Danny Klose. Bei mir und meiner Freundin im Bett, tote Hose. Die Zuschauer sind mir wurscht, tote Diagnose, Psychose. Mein einziger Freund im Biss, Danny Klose. Bei mir und meiner Freundin im Bett, meine Schuhe binden, kann vielleicht da unten meine Würde finden. Sehr verehrte Zuschauer, ich bin Geek und kein Experte, nur weil ich Drogentipps auf meinem YouTube-Channel scherte. Ich muss ja zugeben, und das ist kein Schleim, in mein Kanal war noch gut, als er ist. Hans, wer uns einen? Ich hab so viel Potenzial und ordentlich Skill in After Effects, aber anstattdessen hab ich lieber auf Titel wie Tutspritze Heroin ins After gesetzt. Überall, wo ich arbeite, werde ich gefeuert. Wenn mich meine Mama schimpft, wird mir ungeheuer. Sie sagt, Simon, dein Kanal-Avatar gehört erneuert. Dein Kanal-Avatar ist sowas von wack. Du brauchst was richtig Geiles. Das Ende war aber schon äußerst abrupt. Nein, keine Sorge, da kommt nochmal die Hook. Mein einziger Freund im Biss, Danny Klose. Bei mir und meiner Freundin im Bett, tote Hose. Die Zuschauer sind mir wurscht, tote Diagnose, Psychose. Mein einziger Freund im Biss, Danny Klose. Bei mir und meiner Freundin im Bett, Danny Klose. Die Zuschauer sind mir wurscht, Diagnose, Psychose. Während der Beat so droppt, sag ich, kauft in meinem Shop. Ich brauch Geld für den nächsten Shot. Ich brauch Geld für den nächsten Shot. Während der Beat so droppt, sag ich, kauft in meinem Shop. Ich brauch Geld für den nächsten Shot. Ich brauch Geld für den nächsten Shot. Teilt dieses geile Video, um nicht an einer Drogenüberdosis zu sterben. Ich nehme aber überhaupt gar keine Drogen. Das heißt nicht, dass du nicht an einer Drogenüberdosis sterben kannst. Ich danke allen ganz herzlich, die bei der Entstehung dieses Videos mitgeholfen haben. Die Zuschauer, die beim Musikvideo mitgespielt haben, obwohl ich das Ganze nur einen Tag vor dem Dreh auf Facebook gepostet hatte. Kathi, Tanzbär und Nico und Stefan. Der größte Dank geht natürlich an Arman, welcher die Musik produziert hat und trotz meiner schwammigen Formulierungen alle meine Ideen perfekt so umsetzen konnte, wie ich sie mir vorher im Kopf vorgestellt habe. Hat richtig Bock gemacht, mit dabei zu sein. So allein diese Session, die wir hier gehabt haben, Alter. Wenn irgendjemand von euch Zuschauern Bock hat, so ein Beat Produce zu haben oder Abmischen von irgendwelchen Songs, was auch immer, schreibt mich einfach an. Der gute Arman macht das Ganze natürlich nicht umsonst, weil er das auch beruflich macht. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert, abonniert, abonniert diesen Kanal. Dein Kanal-Avatar ist scheiße! Und das könnte ich jetzt beweisen!